So, hier meine Freunde auf YouTube. Ich habe es wirklich geschafft, eine Troika zu bauen. Die ist wirklich fahrbereit. Es ist eine Erweiterung vom Surfdance. Ich habe noch nach dem gleichen Hub einen dritten Arm gebaut. Aber erstmal nur vorläufig. Ich kriege für die eine Gondel noch einen Sechskant und andere Kleinigkeiten. Aber das Ding fährt. Ich habe es geschafft, aus Lego diese Troika zu bauen. Das Ding fährt sich wirklich gut. Namen habe ich noch nicht gefunden. Muss ich mir noch mal was durch den Kopf gehen lassen. Ich möchte das nicht Troika nennen. Ich möchte da einen eigenen Namen für haben. Der Fahrt einen riesen Durchmesser. Größer im Durchmesser als der Traumflug. Jetzt fahre ich schon wieder runter. Die Grundplatte und sowas, es kommt alles. Meine Freunde, es kommt alles. Das Ding hat erstmal nur Funktion, das zählt. Dafür habe ich auch diesen schweren Ringantrieb gebraucht. Aber zu meiner Entschuldigung zu sagen, ich fahre das Ding über einen Vierkanal-Schleifring. Weil wie gesagt, die Fernbedienung ist zu... Die hat nur diese eine Geschwindigkeit und da habe ich kein Geld für sowas zu bauen. Jetzt gucken wir uns das Ding mal kurz aus der Nähe an. So, das ist dieser Ringantrieb. Das sind die Hauptantriebe für die Gondel. Das ist das Hoch- und Runter hier. Das ist der Hub, der Hauptantrieb für den Gondelhub, ja. So, der geht über diesen mittleren Motor. Alles M-Motoren. Vielleicht muss ich dann noch gegen einen XL-Motor austauschen und das sind die drei M-Motoren für die Antriebe hier oben. Und diese Gondeln, die haben Fahrgäste, Flügelchen, violette Außenlampen und das Rest Dingen, die Verkleidung vom Mittelbau und sowas, das kommt noch alles, aber ihr seht, das Ding ist wunderbar geworden. Ne? So, empfehlt mich weiter. Ich habe es geschafft, die Troika zu bauen.